So, machen wir mal mit Worms weiter, ne? Machen wir mal mit Worms weiter. Ich muss ja hier noch irgendwie gucken, dass ich Boden gut machen kann. Jetzt steht's 2:0 für mich. Ja, muss ja sagen, also du hast ja die ersten beiden Spiele ja knapp und unverdient. Ich meine knapp und verdient gewonnen. Da, ja. Kevin, du bist so lustig. Da kann man ja noch mal was ändern. Ich versuche jetzt hier mit den Würmern mein Glück. Ach, okay. Was ist das denn für eine Map? Map. The fuck. Ah, okay, wie ging das Shell-Spiel überhaupt wieder nochmal? Ja, oder? Machen wir das so. Goddammit! Ah, doch, hat funktioniert. Oh, das war ein Blindgänger. Naja, Ja, war und eh selbst wenn, egal. das hätte nichts gebracht. Ist egal, aber es geht darum, wenn du da gelandet gewesen wärst, wärst du ein Blindgänger gewesen. Oh nein! Ja, da geht's mir ums Prinzip. Fällt dir eigentlich auf, dass die Möwen richtige Glubschaugen haben? Ja. Das macht mir irgendwie Angst. Naja, wenn du meinst. Ach, Gott sei Dank, sie ist weg. Wobei der Krebs auch nicht so einen soliden Eindruck macht. Oh nein, da kommt die nächste. Okay, ich mache jetzt mal. Machst du heute noch was oder nicht Ja, mehr? ich versuche was. So, wenigstens ist der Krebs jetzt. Ach, der Krebs ist jetzt weg. Das scheint nicht zu gehen, was du da machen willst. Schieß ich denn? Mit Leertaste? Macht er nicht. Leg den scheiß Mann, Nico. Maulwurf. Nico, du bist voll langweilig. Mach mal was. Warum will der Maulwurf nicht Ich funktionieren? möchte als Regel einführen, wenn man eine Runde lang nichts macht, dann hat man automatisch verloren. Also, nach allem, was ich bis jetzt weiß, bringst du dich da vor allem selber in die Luft. Ja, okay. Du hast einen schönen Tunnel gegraben. Ja. Na Der dann. etwas komische Formen hat. Du kannst dich direkt mal weg von diesem Fass da bewegen. Schade, das war genau der Plan, dass der Maulwurf da halt hingeht und dich wegbratzt. Ja, das dachte ich mir schon. Was sind wir denn jetzt? Ich würde sagen, Ninja-Seil-Action. Seil, Ist das darüber? die Deutschen waren ja berühmt für ihre Ninja-Seil-Action. Vor allem Ninja-Seil. Seil? Boah, was machen wir denn jetzt? Ja, komm. Wie lässt man los mit Leertaste, ne? Ich glaub schon, ich weiß es nicht. Ich hab grad gefragt, wie man schießt, Kevin. Okay, ja. Ach ja. Wo haben wir es denn? Da. Sehr gut, Kevin. Sehr, sehr gut. Ich glaube, die erste Runde geht ziemlich klar an mich schon mal bis jetzt. Ich stelle mir jetzt gerade so wirklich vor, dass du so, dass du irgendwie so ein Wissenschaftler bist, der irgendwie ein Experiment gemacht hat und gerade vollkommen verkackt hat, aber so verrückt ist und einfach trotzdem lacht. Ey, okay, du musst zugeben, das war extrem lustig. Also, wie ist das denn passiert? Ah, Oh je, mein Gott, Friedrich ertrinkt langsam. ja, siehst du, und das ist jetzt das Problem mit dir. Wenn du jetzt ein Mann wärst, würdest du zwei von deinen Opfern, um es wieder fair zu machen. Ah, du verstehst aber keinen Spaß. Okay. In keinem Krieg der Machen wir wieder. Welt stelle ich mir das vor, dass das wirklich so jemand gemacht hat. Hattest du vor, wirklich die Möwe zu töten, Kevin? Ich hatte eigentlich vor, dich zu töten. Aber die Aber Möwe die wären Möwe schöner so. macht es. Boah. Die Möwe war auch ein reguläres Ziel, also. Ja, die macht mir irgendwie Angst. Aber ich Die habe mal Kleine. wenigstens wieder Musik. Ja, schöne karibische Klänge. Naja. Weißt du, ich sehe das so. Du gewinnst vielleicht die Matches, dafür denke ich auch mal an die Zuschauer und mache hier ein bisschen Unterhaltung. Du machst ja einfach nur so stinklangweilig, ich muss gewinnen, ich muss gewinnen. Ja. Das ist einfach nicht cool, was du machst, weißt du? Du machst es Du guckst so. einfach nur ganz andere Scheiß-Videos, wo es irgendwie nicht darum geht, dass die Leute gewinnen.
Okay, was machen wir jetzt mit dem da? In Turnieren denkt auch keine Sau an die Leute, die zugucken. Deswegen mag ich auch zum Beispiel die chinesischen Dota-Spieler nicht. Die spielen einfach langweilig. Die anderen spielen auch in der Weise dann ziemlich langweilig. Ja, weißt du, es gibt ja einen Unterschied zwischen, okay, der Carry farmt und der Rest macht was, oder alle farmen. Und irgendwie passiert 30 Minuten lang nichts. Hm. Naja. Das ist ja kein Dota hier. Es ist ja Worms. Ist fast genauso männlich. Ich finde Worms ehrlich gesagt männlicher. Das ist, hat ein bisschen was Persönlicheres, weißt du? So, der kann wirklich nur ein Worm auf den anderen schießen und den dann eventuell töten. Bei Dota kann es halt sein, okay, fünf Leute treffen einen und dann wow, Gangbang. Macht ja fast schon Spaß. Ja? Och ja, Gangbang, ne? Ja, klar, dir macht sowas Spaß, aber du so, weißt, bist ja auch langweilig, was das angeht. Was? Bitte was? Kann man sagen, dass. Kann man sagen, dass Gangbang langweilig ist? Nee, aber kann man sagen, dass Kamikaze irgendwie Schaden macht oder ist das nicht so gut? Macht Schaden, aber es macht keine 73 Schaden. Damit ist es nutzlos. Ja. Ich finde ja, Kamikaze sollte so ein Ding sein, du tötest dich zwar selbst, aber du tötest auch den, der vor dir steht. Mindestens. Ja, ich meine, das ist ja der Sinn von Kamikaze, ne? Der Sinn ist, ich töte mich selbst und töte dabei so viele wie möglich vom Gegner. Eigentlich sollte ich sogar mehr als einen töten können. Also eigentlich sollte das so ein Explosionsradius sein. Aber dann wäre es ja imbalanced. Deswegen meine ich, man sollte einfach einen töten können. Ja. Explodiert das Handy eigentlich, wenn man drauf schießt? Lange genug, ja. So. Ja, als ob du jetzt überlegen müsstest, Mann. Das ist doch jetzt. Du hast jetzt hier ganz freie Hand. Du kannst ja machen, was du willst. Okay. Wir brauchen sie sich noch unnötig in die Länge ziehen, wenn du schon nicht richtig spielen willst. Oh. Das ist aber einer. Ja. Oh. Hey, okay, pass auf. Ich fand es extrem lustig, dass ich einfach mal Zeit versenkt habe, aber es kackt mich jetzt natürlich auch ein bisschen an. Ich wollte das jetzt schon eigentlich richtig spielen. Was machen wir denn jetzt? Ja, oder? Machen wir das. Und dann ist gut. Oh nein! Nehmen wir noch so viele mit, wie wir können. Na, wenn du es geschickt machst, könntest du sogar noch beide töten irgendwie. Vielleicht, das Spiel wäre halt irgendwie so einfach, wenn ich einfach noch meine beiden anderen hätte. Mhm. Ach je. Yeah. Aber egal. Ich würde mal sagen, Democracy kicks in. Ja, natürlich. Ich habe das doch definitiv auf dich da unten gedrückt, oder? Democracy wurde so ein bisschen vom Winde verweht. Aha. Ein wenig. Naja, kann immer passieren. Ja. USA hat auch manchmal schlechte Tage. Ja, die treffen auch nicht immer. Ja. Hol dir das Geld. Ich meine, sieht das Geld. Warum nicht? Kapitalismus. Was ist das? Das ist ein Grabstein. Mhm. Kann ich da hoch? Nein, nicht da runter. Glubschi starrt dich an, Kevin. Ja, Glubschi fragt sich, was zur Hölle ich da mache. Das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Es wundert mich, dass er dich eigentlich kommt und dich ab. Frist. Wir machen jetzt Luftlande hier Manöver. Und ich absolut nichts dagegen tue. Du bist so richtig silent, so. Hm, was war das? Okay. Und jetzt? Jetzt kommt die Katze. Ich hatte eigentlich vor, hinter dir zu landen, aber. Bist du hinter mir? Ja. Da geht er ab wie eine Rakete. Ja. Aber ich hätte dich eigentlich mitziehen müssen, oder? Nein. Ach, das macht immer 30 Schaden, egal wo ich treffe. Ja, okay. Ich glaube am Ende vielleicht 50, aber da musst du halt auch noch die Reichweite richtig einschätzen ja, können. Ja, 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 ist klar. Na, jetzt wissen wir wenigstens, was Kamikaze macht. Ja. Du hast doch jetzt bestimmt noch irgendeine Waffe, mit der du mich da treffen kannst, oder? Ich hoffe doch, dass es geht. Du musst den Wind beachten. Wasserbomben! Naja, jetzt ersauf ich halt. Nein, es fällt runter. Oh, das war's. Na, das war schon mal eine sehr ereignisreiche erste Runde. Ja. Auf jeden Fall. Oh, ich liebe diese karibische Musik. Ja, ist ganz nett. Und wenn Knupfi nicht wäre, hätte ich es eigentlich auch genießen können. Ja.
Aber Glubschi macht mich echt irgendwie traurig. Na dann, mach die nächste Map. Ja, ich nehme an, diesmal nicht Glubschi. Ja, nee, bitte, also Glubschi macht mir Angst. Da kann ich mich nicht konzentrieren. Vielleicht lag es auch an Glubschi, dass ich meine beiden Leute da geopfert habe. Ja. Wer hat mich in den Wahnsinn getrieben? Ich war wie von Sinnen. Von Sinnen? Ja, ja, komm, nimm den Mars, da ist die Freiheitsstatue im Hintergrund. Ja, ich guck nur, was wir für eine Map nehmen. Oh, die sieht doch ganz nett aus. Ja. Die sieht zwar vollkommen, keine Ahnung, demoliert aus, aber sie sieht ganz nett aus. Und deswegen werden wir sie noch viel mehr demolieren. Ja. Irgendwie macht mir das dreieckige Alien nicht so viel Angst wie Glubschi. Alter, also, seine Pupillen guckt sogar noch raus und mehr als aus dem Augen als Glubschi. Ja, aber welche. Haben wir da Space Juice? Das ist Lava, glaube ich, auf dem. Nein, da bei deinem Wilhelm Heinrich und sonst was. Ja, das ist Space Juice. Hast du ein Problem damit? Das ist sehr lecker. Wie haben wir da drei von meinen Leuten auf einem Fleck stehen, ey? Zwei. Wie lächerlich. Das Spiel greift dir jetzt schon wieder unter die Arme. Boah, bei Yeti könnte es auch funktionieren. Könnte sein, dass ich dann auf die Mine falle, aber ich weiß es nicht genau. Ja. Ich werde das jetzt auf jeden Fall mal versuchen. Natürlich nicht. Ach ja. Ach, Bunkerbombe muss man sich aufheben. Ja. Was ist das Ding da hinten? Was macht was? Achso, der Roboter, der sammelt Gesteine und guckt sie sich an. Schau es dir ruhig noch ein bisschen weiter an, ich hab Zeit. Ich guck mir den noch gerade an. Ist es da weg? Ist das ein verscheucht? Ach, da ist noch die Freiheitsstatue, ne? Jetzt ist auch der ganze Planet auf meinem Arsch, ne? Und hinten ist auch Glubschi 2. Der winkt uns gerade zu. Hallo. Hallo. Vielleicht ist das der Vater von Glubschi. Oder ist schon wieder der Wagen. Wie heißt das? Curiosity oder so? Was weiß ich denn? Diese Sonde, die sie hochgeschickt haben. Oh, eine Splitterbombe, da ist aber eine mutig. Los. Ja, ich denke jetzt auch. Do it. Ich denke jetzt auch mal an den Zuschauer. Do it! Yeah. Wow! Nein, 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 nein! Okay, das war. Aber es ist genau wie wirklich da reinläuft, ne? Also, ich muss sagen, das war sehr, sehr viel Skill, das da reinzusetzen. Was Scheiße, ey! Diese Typen hier, ne? Ich kann mit denen eigentlich nichts machen. Die hängen ja am Arsch der Welt rum. Durchbohren. Was mache ich denn jetzt? Ach, bringt ja alles nichts. Ja, wir sind Selbstverschaden, ne? Ja. Hätte von mir aus noch ein bisschen mehr brennen können. Ja. Aber das zahlt ja alles zum Glück die Krankenversicherung. Und die muss astronomisch hoch sein, also die Beiträge dafür. Ich meine, so oft wie Worms sich verletzen und oder getötet werden gleich. Na, pack das! Oh. Okay. Irgendwie, nee. Nicht so geil mit dem Jetpack unterwegs, ne? Nee, nicht so wirklich. Na dann, wege mal deine Kiste. Nein, ich will keine Kiste. Nur noch die da oben, die beiden. Es ist Zeit für Hans! Hans! Und Hans holt sich doch eine Kiste. Und zeigt uns, welche Moves er drauf hat. Ja. Und jetzt zeige ich dir auch dabei, dass er erste der Bundesligisten der Baseballmannschaft ist. Tschüss! Gibt es eine Baseball-Bundesliga? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine gibt. Echt? Ja, es gibt auch eine Football-Bundesliga, die guckt sich ja keine Sau an, aber es gibt eine. Okay. Baseball gibt's, dann Football gibt's, und Badminton und den ganzen Crap. Batman Volleyball gibt's. Okay. Ich glaube, Volleyball sind sogar relativ gut. Und Handball gibt's auch eine Bundesliga, also. Es gibt nicht nur Fußball, Nico.
Na, hast du ein paar geile Werkzeuge bekommen? Oh ja, ich hab ne scheiß. Bist du Tip Taylor aus der. Ich hab ne Monkey Wrench gekriegt, ja. Ne was? Monkey Wrench. Was macht das? Weiß ich nicht. Setz es doch mal ein. Das repariert, glaube ich, Sachen oder so. Aber ein Affe repariert die Sachen. Monkey Wrench, so heißt das Ding. Ja. Kommt da dann ein Affe raus und repariert Sachen? Nein, Alter, was soll denn so heißt das Gerät? Ist mir egal, ob das so heißt. Ich will, dass da ein Affe rauskommt. Ey, da kopierst du voll meinen Move. Wie langweilig bist du denn? Ziemlich langweilig. Ach, Nico. Mach doch mal was Spannendes. Spring doch auch mal drei von deinen Leuten in die Luft. Nein. Außerdem warst du zwei. Ja, jetzt. Der dritte zählt nicht. Der hat selber den Tod gewählt. Was machen wir denn jetzt? Ist gar nicht mehr so einfach, ne? Okay, ich hab ne Idee. Ich finde ganz ehrlich, der Alien ist echt unauffälliger als Glubschi. Ja, das wollte ich jetzt gar nicht. Wo kann ich denn? Oh, das dauert ja noch, bis ich das einsetzen kann. Was machen wir denn jetzt? Ein Bunker. Probieren wir einfach mal das. Not very effective. Naja, es hat ein bisschen Schaden gemacht. So. Oh, die Map ist irgendwie doof, da trifft man sich so schlecht. Wie kann man eigentlich nochmal den Pfeil ändern, also die Richtung? Ich glaub, Tabulator. Aber oh, das bringt, glaube ich, gar nichts, was ich gerade gemacht habe. Es kommen ein paar Tropfen rüber. Zwei Wasserpartikel sind tatsächlich auf meine Seite der Safttüte getropft. Die Tüte muss weg! Die Tüte muss weg! Ja, Mann. Die Tüte ist das Zeichen der... Da kommen irgendwie nur Werkzeuge. Ja, irgendwie schon. Auf dem Mars, ey, da sollen Waffen gelandet werden und nicht Werkzeuge geschmissen. Aber die Marsianer sind ja ein friedliebendes Volk. Du siehst doch da den Vater von Glubschi, oder? Ich will nicht wissen, was der Vater mit Glubschis Mutter getrieben hat, damit dann ein scheiß Möwe rauskam. Er hat vermutlich auch mit einer Möwe getrieben und irgendwie aufgrund der DNA ist dann halt noch eine Möwe bei rausgekommen. Okay. Ich finde, das macht Sinn. Willst du den jetzt ertränken? Ja, das hatte ich vor. Und ehrlich gesagt, funktioniert das ziemlich gut. Ja. Ich wohl sagt Glubschi, hallo, wo ist er? Wo ist er? Der hat sich verzogen, du hast ihm Angst gemacht. Irgendwie habe ich, glaube ich, keinen Schaden gekriegt, kann das sein? Oh, du hast 5 bekommen, man kriegt immer 5, wenn man unter Wasser ist. Ja, aber irgendwie habe ich das nicht gesehen. Ich hatte jetzt eigentlich auch den Plan, dass der andere da dran ist zuerst, aber irgendwie habe ich da verstellt. Oh, da ist ein bisschen Geld, da kommt doch noch was anderes als Werkzeug. Ja, Geld und Werkzeuge. Okay. Oh Gott, Ninja Action. Nee. Keine Ninja Action. Oh! Oh Gott, Luftlandedivision. Oh, das war ein Blindgänger. Ja. Damn, du Schindler. Warum baut der immer Schindler unsere Minen? Weil du Deutschland bist. Es gab noch andere, die funktionierende Granaten gebaut haben. Entweder die Juice Kiss. Nein. Wenn man. Oh mein Gott, Wilhelm wird vom Juice erschlagen. Bam! Ja. Ich akzeptiere das jetzt einfach mal so, was da gerade passiert ist. Ich habe mich gerade selber ins Wasser gelegt, kann das sein? Du hast dich selber ins Wasser gelegt, ja. Das finde ich. Müsst ihn von seinem Leid erlösen. Ich finde das ist einerseits sehr nett von dir, andererseits auch ein bisschen irgendwie seltsam. Hm. Oh, bitteschön. Hast du eine schöne Mine gekriegt? Ja, ich habe eine Mine auf dem Kopf. Und was hast du? Du bist tot. Mhm. Da muss ich schon sagen, da bin ich ein wenig neidisch auf dich. Aber auch hier muss ich sagen, ich hätte jetzt schon wieder voll den Vorteil, wenn einfach nicht das Spiel entschieden hätte, dass in Runde 1 mein Typ so platziert wird, dass du den einfach total easy wegsnipen kannst. Das ist einfach ein bisschen das Problem mit Worms. Ah. Ach, schon wieder eine Luftlande-Aktion. Ja klar, anders komme ich ja da nicht hin. Okay, was benutze ich? Spreng den Space Juice Dinger in die Luft. Los! Oh, los, scharf! Ah, oh.
Ist der jetzt geplatzt? Ja. Sayonara, Suckers. Nimmst du den noch mit? Nein. Nein, nein, nein. So, jetzt kommt dein Comeback wie bei Street Fighter. Ist möglich, ja. Wenn jetzt vielleicht mal die Map auch mal ein bisschen auf meiner Seite ist. Ja. Und ich die ganze Zeit meine Worms so hinstelle, dass du die ganz einfach töten kannst. Dann könnte das durchaus auch mal was werden. Immer was Lustiges. Die Kirmes. Mhm. Dann nehmen die Kirmes. Oh Gott. Okay, nein, wir nehmen doch nicht die Kirmes. Nein, bitte. Lollipop Chainsaw Massacre, das brauche ich jetzt nicht. Mittelalterlich. Ja, nur noch das von mir aus. Schöne Burg. Naja, die ist scheiße. Ich komme da auch so ein paar nette keltische Melodien im Hintergrund. Mhm. Glaube ich nicht. Könnte aber sein. Probier es einfach mal aus. Ja, nimm mal das. Ja, von mir aus. So. Mal gucken, ob das Match jetzt schon durch die Karte entschieden wird. Ja, das sieht sogar halbwegs fair aus, muss ich sagen. Irgendwie hat jeder so einen Nebenmann auf dem anderen Team neben sich stehen. Ja, irgendwie jeder hat so das... Die haben ja das Partnersystem eingeführt. Jeder nimmt einen anderen an die Hand. Natürlich bist du als erstes. Okay, ich habe ja schon wieder verloren. Kann man mal kurz sagen, dass das Spiel einfach immer mich dahin stellt, wo du mich töten kannst? Das war ja illegal, das muss ich sehen. Ja, aber nur aufgrund deiner B-Note, ne? Also deines Wurms. Du trainiert dich echt gut im Sterben. Ja. Und im theatralischen Sterben. Also, ich weiß auch nicht, was das soll. Ich meine, guck mal, es ist ja nicht so, dass du irgendwie schlecht spielst oder dass ich besonders gut spiele. Aber du musst schon zugeben, dass ich jetzt irgendwie zweimal perfekt positioniert war. Ne? Ja. Für dich, also. Das bestreitet ja niemand hier wirklich. Das ist einfach nur sehr deprimierend. Aber um ehrlich zu sein, du machst. Ja, der war auch sehr einfach positioniert. Ja. Das muss man jetzt auch sagen. Irgendwie, das Spiel ist nicht wirklich gebalanced. Also, ach. Ah. Ach Gott. Warum ist die Werkzeugkiste im Wasser? Wer hat die da liegen lassen? Oh Gott, machst du jetzt die Flasche da kaputt oder was? Ist das. Nee, links ist Gift. Das ist eine Wasserflasche, oder? Das blaue. Ja. Genau. Eine antike Wasserflasche. Eine mittelalterliche Wasserflasche, bitte. Das ist doch antik, oder? Nein. Warte mal, wann fängt denn was an, antik zu sein? Wenn's so vor dem Mittelalter war. Ach, jetzt komm, wirklich? Ja, nee, das ist so. Also Antike ist so hier Ägypten, Rom, Griechenland und Mittelalter ist so, ja, Untergang Roms und danach. Okay. Ja. Okay, ich call das jetzt mal an. Ich versuche dich jetzt da unten in das Loch zu bauen. Oh Gott. Nicht funktioniert. Da. Boing. Das ist meine Seite der Insel. Da ist aber noch Friedrich, der sich unter dem Wasserglas versteckt. Ja, den sehe ich ja auch von da oben nicht. Ach so, natürlich. Kannst du unmöglich sehen. Ey, ganz ehrlich, ich sollte mal bei Worms Fog of War ein verstellen. Ja, das ist die Idee. Och! Das hättest du aber auch mitdenken können, ne? Den Sanitätskasten auch noch weggehauen, ne, das gibt's doch nicht. Worms ist das einzige Spiel, wo man einen Sanitätskasten auch in eine Waffe umändern kann. Ah! Das war, glaube ich, unser erster Bazooka-Schuss, ziemlich. Ja. Aber jetzt versteht der Zuschauer auch, warum ich die Waffe nicht einsetze. Ich kann's nicht. Ist ja nicht so, dass der Bazooka in irgendeiner Stunde. Ne, warte mal, ich hab dich vorhin auch mit der Bazooka abgeschossen. Aber so diese Distanzschüsse, die hatten wir noch nicht. Oh! Burn! Oh, naja, 4 Schaden. 7, okay. Das Feuer macht wesentlich weniger Schaden, als man erwarten würde. Ja. Ja, toll, was machst du denn jetzt? Ach, ja, was machst du jetzt? Okay, ich würde sagen, wir machen mal wieder den Tanz der Valkyren, Ritter Valkyren. Ach, scheiße. Komm, bitte ins Loch, Kevin. Ja, das hättest du jetzt gerne, ne? Und jetzt? Baseball? Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, das ist zu weit, ne? Komm schon! Nice! Yes! Oh! So, Yukin! Na, egal. Ja, einfach falsch, aber egal. Das hat ja schon mal ganz gut funktioniert. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich tatsächlich in Führung bin. So zur Halbzeit.
Ja. Also ich meine, jetzt wo ich das natürlich gesagt habe, werde ich sofort verlieren. Aber ich möchte das kurz festhalten. Was ist das denn jetzt? Oder Wasserbombe? Ich denke jetzt, wie ich das galant lösen könnte hier alles. Würde auch schon mal helfen, wenn du wüsstest, wie man galant schreibt, ne? Ja, ja. Nein. Jetpack? Okay. Ja, ich muss die gegnerischen Reihen infiltrieren. Ich dachte, das ist meine Seite und das andere ist deine Seite. Warum kommst du jetzt hier rüber? Gefällt sie bei dir nicht mehr? Ja, ich musste ja auf deine Seite, um dich von meinem Land zu reinigen. Ach so. Also das fand ich im alten Worms irgendwie lustiger, dass da dieser Football, oder Space Baseball Sound kam. Copyright. Ja, wahrscheinlich. Auf alles. Copyright, alles. Im Zweifel Copyright, ne? Natürlich. Warum kommt kein neues Half-Life? Copyright. Game hat kein Copyright mehr drauf. Jo, wahrscheinlich nicht. Aber dafür gibt's ein neues Star Wars, weil... Lodge Lucas. Verrecke! Das hat funktioniert. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach, natürlich. Okay, nur noch einer lebt. Das könnte sogar noch spannend werden. Ja, doch. Wenn ich jetzt nicht wieder unglaublich viel Pech habe, dann könnte das sogar was werden. Da spielt er wieder. Feuer! Da spielt er wieder USA und kann nur durch Luftschläge gewinnen. USA hat nicht immer nur durch Luftschläge gewonnen. Und sie haben es versucht. Ja. Das ist das Problem. Deswegen haben sie ja auch sowas wie Vietnam verloren, weil sie gedacht haben, sie könnten das nur durch Luftkrieg gewinnen. Was machen wir denn jetzt? Gegenschlag? Ja, ich meine, ich bin ja jetzt nicht Vietnam und habe ja eine Luftwaffe, deswegen könnte ich das eigentlich versuchen. Ich grab dich einfach ein von unten dann irgendwann. Na, ja, das wird jetzt ein zäher Krieg. Nicht wirklich, nein. Guck mal, ich spiele mit dem Fußball. Oh, das hat aufgehört. Oh je. Oh, er versucht mich nicht. What the? What? Ein UFO? Fuck you. Ja, also danke, dass du mich da jetzt mit Wasser versorgt hast. Das ist schon mal sehr nett von dir. Antikes Wasser. Antikes Wasser, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich darauf jetzt reagieren soll. Ich finde. Dankend oder. Ich finde, dafür, dass du mir Wasser gegeben hast, soll ich auch jetzt Wasser? Ein bisschen Feuer geben. I am the God of Hellfire and I bring you fire. Da-da-da. Ach, das macht viel zu wenig Schaden. Ja. Das wird jetzt spannend. Nein! Absolut nicht. Du kannst es ja abkürzen, wie du ins Feuer springst. Oder indem du mit dem Jetpack verkackst. Na, was macht er? Oder springst du ins Wasser? Nein. Willst du uns alle von deinem und naja, dem gesamten Leid der Welt erlösen? Schau! Warte! Oh, da geht er down, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Oh Mann, das war mein erster Sieg, weil mich die Map mal nicht zerstört hat. Und ich nicht meine eigenen Leute vor allem zerstört habe. Ja. Also, es geht doch. Nächste Runde. Jetzt kommt das Comeback. Uns bleibt aber nicht mehr so viele Map-Möglichkeiten übrig. Jetzt muss ich die Farm nehmen. Wenn wir die Farm gespielt haben, ja, haben wir noch die Kanalisation. Dann nimm noch die Farm, ist doch gar kein Problem. Okay. Ja. Nee, nicht das. Doch. Ach nee. Jede Mapform einmal. Ey, wie sollen wir denn ohne Luftschläge spielen? Ja, eben. Eben, genau dafür ist die Map hier da. Ja, das dauert doch so ewig. Ja. Ach, Nico. Wo stehst du denn rum? Hallo, Heinrich. Möchtest du meine drei Würmer da oben gerne irgendwie davon bekannt machen, dass es nicht geil ist, zu dritt auf einem Punkt zu stehen? Ich überlege jetzt. Warte mal, das machen wir jetzt anders. Warum nicht? Das funktioniert doch.
Jetzt pass mal auf. Du möchtest also Deutschland mit dem Krieg beginnen. Dynamit. Ja klar. Tschüss. Und Donk. Oh, perfekt Idee. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. God damn it, Schindler! Ey, ohne Scheiß! Schindler, du bist entlassen! Das ist doch scheiße! Warum baut ihr immer die ganzen Minen für mich? Gegenschlag! God damn it, Schindler, das kann doch echt nicht wahr sein. Es ist doch nicht so schwer, funktionierende Landminen zu bauen, ehrlich. Das kann doch jeder Idiot. Du weißt schon, dass du dich jetzt gerade selber ertränkst. Nein. Ah, weil du genau wusstest, dass es noch nicht explodieren wird. Richtig. Ah, schlauer Mann. Kenne dein Schlachtfeld. Was machen die beiden denn? Die haben so eine zwischenwürmerliche Beziehung. Ja, tschüss. Wie wär's, wenn du runterziehst, Kevin? Dass du irgendwie, glaube ich, minimal so viel Schaden gemacht, wie du konntest, ja. Immerhin. Und es rollt, Sag ich, bin ich beeindruckt von der Uzi. Ich glaube, der hat auch Schindler gebaut. Ja. Goddammit, Schindler. Das ist doch auch nicht so schwer, eine verdammte Uzi zu bauen. Deine Waffen funktionieren immer hervorragend. Ja, ja, 34. Weiß auch nicht so viel mehr, aber trotzdem. Kann ja auch sein, dass die von Schindler war. Der hatte nur nicht ganz so viel. Schindler hat beide Seiten beliefert. Ja! Der wollte den Krieg verhindern. Und dann hat er beide Seiten mit Dreckswaffen beliefert. Goddammit, Schindler. Das sollte eigentlich nicht Schindlers Liste, sondern Schindlers List heißen, ne? Eigentlich, das wäre richtig schlau. Oh mein Gott, das hat ja. Nein, das Feuer! Oh. Du hast einen Helm an. Egal. Ja, eigentlich dürfte es mir keinen Schaden machen. Naja, 4. Hält den Kopf ein bisschen warm. Ja, ne? Nach den Erfahrungen in Russland haben die sich ja gedacht, hey, packen wir einfach Feuer auf unsere Helme. Dann ist es nicht so kalt. Nein! Nein! Lass mal in Ruhe! Au! Warte mal, sprengt der andere sich auch in die Luft? Nein! Genau wie geplant! Mörder! Genau wie geplant! What the fuck war das denn jetzt? Aber hey, man muss kurz sagen, also, das hätte man doch sehen können, dass die Flasche kippt, ne? Ja, das hätte man wirklich sehen müssen. Was zum Teufel war das denn jetzt? Jetzt kannst du da sogar draufspringen und die kippt nicht da durch, weil es zu klein ist. Naja, das machen wir lieber auf Nummer sicher. Pussy. Ich dachte die ganze Zeit, ey, wir werden für den Zuschauer machen und macht dann immer auf Safety Safe. Ey, du hast gerade genug für die Zuschauer gemacht und dafür danke ich dir von Herzen. was machen wir denn jetzt? Skillshot. Von da hinten. Skillig, aber. Naja, das war ein bisschen halbherzig. Das ist der Kistenfriedhof, bitte. Ja. Der Unterwasser-Kistenfriedhof. Aber ehrlich, das war eine sehr schöne Aktion gerade von dir. Mhm. Das hätte ich so auch nicht kommen sehen. Nochmal die Uzi, willst du nochmal Schindler vertrauen? Ich will mir das überlegen. Oh, ein Boxhandschuh, ich glaube, der ist nicht von Schindler. Mhm. Ich glaube, Wilhelm hat sich erkältet. Au. Die auf, Wilhelm, nimmst wie ein Mann. Ist der jetzt gestunt? Mhm. Ah. Muss ich jetzt aussetzen oder ist dann einfach der andere dran? Der ist komplett nicht dran, ja. Also ich muss eine Runde aussetzen. Ne, er kommt einfach nicht dran, die nächste Runde. Ja, aber ich meine, kommt stattdessen dann jemand anders dran? Ja, klar. Okay. Hat ja jemand anderen. Ja. Boah. Warte mal, kann ich so und dann... Nee, warte mal. Ich versuche nochmal das. Ich glaube, dafür musst du ein bisschen höher machen, sonst kommt dann die Kante vom Pinsel. Jetzt mal das hier. Oh! Hey, komm mal kurz, also hier, ne? Alter, da muss man jetzt schon mal einen Slowclap einblenden, ne? Ja, bitte, das hätte ich jetzt schon... Ja, komm, Slowclap. Das kannst du schon selber machen. Das musst du ja machen. Nein. Alter,
selbst so Slow Clap ist ja wohl das Erbärmlichste, was es gibt. Ja. Wirklich. Nee, aber hier, also, ne, das war schon ein ziemlicher, also für meine Verhältnisse ein ziemlicher Skillshot. Ja. Ich habe hier bis jetzt niemand dementiert. Ja, also, ne? Das ist nur die Frage, was machst du jetzt? Die haben das Jetpack so genervt, ne? Ja, aber das war auch ein bisschen stark, ganz ehrlich. Du konntest ja überall, du konntest ja echt dreimal um die ganze Karte fliegen mit dem Scheiß. Also, ja. Ne, übertrieben jetzt. Na, brauchst dich nicht so einen schönen Skillshot mit der Granate. Nö, ne, das war nur nicht so effektiv. Ja, das stimmt. Wer ist denn jetzt das? Ja, gut, der setzt jetzt aus, dann ist jetzt die andere dran. Ja. Müsste eigentlich Friedrich dran sein. Ne, jetzt ist nochmal Hans dran. Oh. Na gut. Das macht's nur einfacher für dich. Würde sagen, da schicken wir doch den netten Liebesgruß Klemmer zurück. Dankeschön. Wer auch immer jetzt in diese Grube fällt, ist A unter Wasser und B frisst die Landmine. Wobei halt, war das die Schindlermine? Das kann sein. Oh, ich weiß es nicht mehr. Ist die Schindlermine? Ne, die Schindlermine ist da rechts neben dem Wasserpfützchen. Ja, stimmt, stimmt. Schindlers Minen. Schindlers Mine, ey. Der neue Film von Leni Riefenstahl. Die kennt doch kein Mensch, die Frau. Naja, NS-Propaganda-Regisseurin. Ja. Die hat auch internationale Preise abgeräumt. Also, die war schon anerkannt gut, allgemein. Die hat halt nur ihre Methoden für ein böses Regime eingesetzt. Nein, Hans! Ja klar, das war jetzt keine Schindlermine. Ja. Die Schindlerminen krieg ja bloß ich. Und den Stopfen gezogen. Gott, der Schindler. Naja. So, ach. Jetzt über die Bande von der Decke mit der Granate auf mich runterwerfen. Wie wollen wir das denn beenden? Ich würde sagen, das beenden wir nochmal mit Ritter Valkyren. Oh, das war jetzt nicht so lang. Ah, nee, ich würde sagen, Verräter und Feiglinge werden einfach erschossen. Hör auf, deinen dummen Schädel anzugucken. Mach's gut. Kein Standgericht für dich, sondern nur Exekution. Ha! Da hat er gleich gezogen. Ja. Jetzt kommt das Entscheidungsmatch. Das wird ja echt nochmal spannend. Na dann, weiter geht's. Nutzt auch Ganze ohne Luftschlag. Candyman Can. Das stimmt eigentlich. Das heißt eigentlich nur, dass deine Luftwaffe einfach nicht von Schindler beliefert wird. Und die sieht doch ganz nett aus. Ach oh nein, noch nicht die Kirmes. Ach, die Kirmes. Alter, da kriegst du doch Augenkrebs von. Candyman Can. Candyman Can. In a young girl's heart. Nein. Nein. Badaboom! Ich glaube, Badaboom fliegt in die Luft, wenn man es lang genug abschießt. Ich überlege mir gerade, macht das jetzt Sinn? Guck mal, da sind wieder so richtig schöne Enten für dich. Das schießt nicht, solange ich mich nicht bewege. Das ist dir schon bewusst, ne? Schießt das nicht, wenn du eine Aktion machst? Naja, wenn ich mich bewege. Hm. Okay, das hat jetzt nicht so funktioniert. Ich wollte eigentlich drüber werfen, aber... Das Ding fast kaputt gemacht. Ja. Aber ich hab's eigentlich für dich nur einfacher gemacht. Das ist die Frage, werfe ich dir jetzt das an den Kopf? Nee. Und der bewegt sich halt nicht weg, weil Raku ihn blockiert. Oh nein, nein, nein! Oh! Jetzt ist mein schönes Geschütz weg. Ja. Och Mann. Aber ich glaube, das war tatsächlich eine der wenigen Waffen, die nicht von Schindler produziert wurden. Guck mal, da unten sind Stinkbomben. Ich werde die vergiften, nein. Ich glaube, das reicht nicht. Oh mein Gott. Ninja Skills. Oh, bitte mach jetzt diesen. Ja! Du machst ja doch noch was für die Zuschauer. Und jetzt. Ja. Und jetzt. Was machst du jetzt? Wirfst du jetzt eine Bombe? Oh. Vergeltung! Für meine gefallenen Kameraden!
Au. Ja. Los, Heinrich. Trinke. Ja, Heinrich ist eine Weile unter Wasser, dem geht's nicht so gut. Zeit für Hans. Stinkbombs. Pew, what a pong. Okay. Es ist Zeit für Hans. Hans. Boah. Komm, schieß auf Badaboom. Mächtiger, mächtiger Badaboom. Oh mein Gott, was treffe ich eigentlich gerade mit meinen Granaten? Oh mein Gott, Alter, was geht gerade mit mir ab? Mord! 43 Schaden, wirklich? Ach, komm. Und nicht mal... Oh, jetzt ist er unter Wasser. Nein? Ach, der kann doch gleich unter Wasser sein. Ja, dann zeig mal, was du mit deinem Badaboom drauf hast. Jetzt ist er unter Wasser. Jetzt ist er unter Wasser, ja. Wenn sich da jetzt nichts mehr dran ändert, dann ist er, sollte er tot sein. Na, was machst du jetzt? Warte, was? Was? Was willst du machen? Ach, scheiß drauf. Willst du jetzt die Reihenfolge ändern oder was? Das ist ja, Bitch-Move. Das machen wir ja nicht. Wir machen alles, was nötig ist, um zu gewinnen. Ach, so spielen wir also. Ja, schon immer. Also ehrlich. Du hast den Vorteil, weißt du, ja, du kannst Minen legen, die nicht von Schindler gebaut wurden, weißt du, ich hab den Luxus nicht. Ich muss jedes Mal überlegen, ob das überhaupt funktioniert. Glock. Ach ja. Und tschüss. So. 4-1. Das sollte gehen. Ja, hoffentlich. Ach, der war ja noch gar nicht dran. Ja. Komm, Friedrich. Klarer Schuss. Schusslinie ist ganz klar. Sollte eigentlich klar sein, ne? Ja. Naja. Ich hatte jetzt vor, dass er da jetzt runterfällt. Ach ja, natürlich, Kevin. Ja, glaubt mir das halt nicht, aber... Nein, aber... Warum? Ich wollte jetzt, dass er da wieder reinfällt. So wie vorher mit der Granate. Hat die Granate einen größeren Explosionsradius als die Basuke? Nein, nicht wirklich. Also nicht, dass ich wüsste. Na guck mal, da winkt er mit so. Ja, hallo, der sieht dich ja kommen und denkt sich, ach, guck mal. Mein Kumpel. Der Feind. Ah! Nein, Hans! Naja. Hans. Und das war's nicht. Wer war das überhaupt? Friedrich ist da drüben. Friedrich, Heinrich. Wilhelm war das, glaube ich. Wilhelm. Oh, Wilhelm. Da ist aber Heinrich dran. Okay, wie machen wir das jetzt? Und jetzt? Ina? Ja, jetzt lässt du mich mal kurz überlegen, bitte. So weit hast du nicht gedacht, ne? Ich glaube, der fliegt nicht weit. Nee, das hat nix. Hoffen wir mal, dass Schindler nicht das war's. Lied gemacht hat. G. Ah, Feuer! Oh, bloß 70? Ich dachte noch 75. Nee. Nee, warte mal, hast du jetzt keine 5 Schaden durchs Wasser bekommen? Hab ich schon, die waren ja dabei. Ach, das waren 65 Schaden und 5 Schaden ja, durchs Wasser. Genau. Ach, goddammit, ich hatte 75 im Kopf. Ach, toll, ich dachte jetzt, das war's. Ja, und selbst wenn. Ja, ich weiß nicht, ob ich dich ja jemals wieder erreiche. Ich meine, Heinrich Segen ist das Zeitliche und du verkriegst dich jetzt, wie die Bitch. Wir sind jetzt ein One-on-One rausgehauen. Ja, ey, aber ohne Scheiß, der eine von mir, ich glaube, der Wilhelm, der war irgendwie 5 Runden unter Wasser, ohne dass ich den bewegen konnte. Ja, weil ich den auch, nachdem er dran war, reingekickt habe. Der hat maximal 20 Schaden gekriegt, Kevin. Das ist jetzt nicht die Welt. 20. Ach, hallo, wenn ich den nicht bewegen kann und der 20 Schaden bekommt, das ist schon viel. Dann muss ich ja bloß noch 80 Schaden machen, damit er verreckt. Oh. Ja, hallo? Was, du tust jetzt so, als wäre das nichts, Alter. 20 Schaden ist scheiße viel. Ein Medikit heilt 20. 25. Ja, ne? 25, warte mal. Das sollte gehen. Aber ich glaube... Nee, du müsstest, glaube ich, runterschießen, damit das funktioniert. Ja, überleg jetzt gerade. Das könnte...
weiß also halt nur nicht, ob du stark schießen musst oder nicht. Das ist ja, glaube ich, noch eine, ne? Goddammit, Schindler! Kann doch echt nicht sein! Bau gefälligst Lenkraketen, die funktionieren! Hey, du und Schindler, ne? Was habt ihr beide nur? Der baut mir keine funktionsfähigen Waffen! Ah, ich guck mal, ob russische Technologie. Ja, kopiert er mich wieder, Mann! War ja klar! Ja, hey, man muss doch auch dem Feind zeigen, wie es richtig geht. Guck, in Russland funktioniert das. Du bist so langweilig, ey. Du machst immer das, was ich mache. Ja, ne? Nur irgendwie effektiver. Ja, selber was raus. Komm, da oben ist irgendwie der Sieg drin. Hol's dir. Irgendwie glaube ich das nicht. Warum nicht? Hast du nicht noch eine Lenkrakete? Nein. Oh. Nimm doch das Jetpack, verdammt. Oder so. Hier ist das Geld so wichtig. Ich scheiß auf das Geld. So, jetzt komm, jetzt triffst du mich aber. Warum nimmst du jetzt für die Strecke das Jetpack? Du hättest es doch von vorne einschlafen können. Ich mach das jetzt elegant. Suizid? Nope. Mit dem schönen Karate-Uppercut. Sieg! Ah, das war richtig. Na also, wenigstens in Worms geht's. Erstmal den Gegner glauben lassen, dass man geschlagen ist und 2-0 hinten liegen und dann fulminant 3 Siege am Stück, um die Demütigung perfekt zu machen. Ja, ich fühle mich so gedemütigt. Siehst du, wie schön ich tanzen kann? Nein. Das kannst du nicht. Oh yeah. Oh yeah. Take this. Und damit hat sich auch bewiesen, dass ich trotz Schindler gewinnen kann. Gut, das war Worms und was kommt als nächstes? Project M oder XCOM, was willst du lieber? Aber wieder Zeit für ein bisschen Prügel, ich würde sagen Project M. Okay, dann bis dann.